Liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Info- und Tutorial-Video zu Animal Crossing New Horizons. Und zwar schneit es ja seit heute im Spiel und wo Schnee liegt, ist natürlich Winter. Und was macht man im Winter? Richtig, man baut Schneemänner. Und genau darum soll es heute gehen. Willst du einen Schneemann mit mir bauen? In Animal Crossing schneit es nur zwischen dem 11. Dezember und dem 24. Februar, zumindest auf der Nordhalbkugel. Sollte eure Insel auf der Südhalbkugel liegen, dann schneit es vom 11. Juni bis 24. August. Insgesamt gibt es 15 Winter-DIYs abzusnacken, die auch alle richtig cool aussehen, wie ich finde. Cool. Und wenn ihr alle DIYs einmal herstellen wollt, dann wird euch das 85 kleine und 15 große Schneeflocken kosten. Sowohl die DIYs als auch die großen Schneeflocken haltet ihr nur von perfekten Schneemehls, mit Ausnahme von dem ersten Schneemehl, der kann nämlich aussehen, wie er will. Aber wie genau baut man denn jetzt ein Schneemehl? Sollte eigentlich jedes Kind wissen, ist auch ganz einfach. Ihr müsst einfach nach einem kleinen Schneeball auf eurer Insel Ausschau halten. Den vergrößert ihr, indem ihr einfach gegen ihn entgegentretet, beziehungsweise ihn später vor euch herschiebt, wenn er dann halt zu groß geworden ist. Und ein Schneemann besteht natürlich nicht nur aus einer, sondern aus mindestens zwei Schneekugeln. Das Gute ist, die zweite Schneekugel sollte nicht allzu weit weg von der ersten sein. Sie ist auf jeden Fall immer auf demselben Plateau, wo ihr auch die erste Schneekugel gefunden habt. Und sie wird auch nicht durch einen Fluss oder ähnliches abgeschnitten sein. Im Blumenbeet oder sowas kann sie allerdings auch sein, also da müsst ihr mal ein bisschen genauer hingucken. Ja, und der Schneemann entsteht dann halt, wenn ihr die beiden Schneemänner einfach gegeneinander rollt, ein Schneemehl erscheint und er wird euch auch sofort wissen lassen, wie gut ihr ihn denn gebaut habt. Beim ersten Schneemehl ist das, wie gesagt, noch egal, wie er aussieht. Er freut sich einfach, dass ihr ihm das Leben geschenkt habt. Und deswegen schenkt er euch dann im Gegenzug ein Winter-DIY und eine große Schneeflocke. Bei allen anderen Schneemehls ist das allerdings ein bisschen trickier, weil die wollen auf jeden Fall perfekt aussehen, bevor sie euch ihr DIY geben. So ein fertiger Schneemehl bleibt übrigens 4 Tage auf eurer Insel. Jeden Tag schmilzt er dabei ein bisschen mehr und am 5. Tag ist er dann komplett geschmolzen. Man kann jeden Tag ein Schneemehl bauen, heißt also, man kann insgesamt 4 Schneemehler gleichzeitig auf der Insel haben. Wenn man möchte, kann man sich also so eine kleine, 4-köpfige Familie bauen. Aber heute soll es nicht um Familie gehen, sondern um Perfektionismus. Und deswegen zeige ich euch jetzt, wie man einen perfekten Schneemehl baut. Als Faustregel wird immer so besagt, dass der Kopf des Schneemehls etwa 90% vom Körper sein soll. Da das aber schon so ein bisschen abstrakt ist und mit bloßem Auge auch nicht so gut zu erkennen ist, zeige ich euch jetzt eine Methode, mit der ihr eigentlich immer einen perfekten Schneemehl hinbekommt. Und dafür benötigt ihr etwas Platz auf eurer Insel. Ihr braucht die Insel-Designer-App und natürlich die zwei Schneebälle. Und dann fangt ihr an, ihr rollt einfach die beiden Schneebälle so doll auf, bis ihr die maximale Größe erreicht habt. Das seht ihr einfach daran, dass der Schneeball nicht mehr größer wird. Oder wenn ihr kurz aufhört zu schieben und den Schneeball dann wieder anschieben wollt, dass eure Figur sehr viel Kraft braucht, um den Schneeball zu schieben. Sobald ihr diese beiden riesigen Schneebälle dann habt, kommt die Insel-Designer-App ins Spiel. Die müsst ihr einmal aktivieren. Dann einen Weg auswählen. Und dann platziert ihr genau 6 Felder in einer Linie auf den Schnee. Dann, jetzt aufgepasst, den einen Schneeball platziert ihr mit einem Feld Abstand unter dieser gerade gezeichneten Linie. Und den anderen großen Schneeball packt ihr ganz oben rauf auf die Linie. Jetzt müsst ihr mit dem oberen Schneeball einfach 3 Linien langfahren, also insgesamt 18 Felder. Einmal runter, hoch und dann wieder runter. Und beim zweiten Mal runterschieben, einfach den Schneeball auf den größeren Schneeball, der da schon wartet. Und voilà, ihr habt einen perfekten Schneemehl hergestellt. Yay! Und er wird euch dann natürlich mit seinem DIY und einer großen Schneeflocke belohnen. Ihr könnt diesen perfekten Schneemehl übrigens an all seinen 4 Lebenstagen täglich nochmal ansprechen. Und er wird euch jeden Tag eine neue große Schneeflocke schenken. Da man natürlich 4 Schneemehl zur selben Zeit auf der Insel haben kann, bedeutet das auch im Umkehrschluss, dass man 4 große Schneeflocken sich jeden Tag abholen kann. Das ist schon echt nice, wenn man da ein paar Sachen craften möchte auf jeden Fall. Und ja, das war es eigentlich schon mit diesem kleinen Info-Tutorial-Video. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen von euch ein paar Infos vermitteln und euch das Schneemehlbauen vielleicht etwas vereinfachen. Ihr könnt ja einfach mal schreiben, welches der DIYs ihr am besten findet und ob mein Trick mit diesem perfekten Schneemehl euch irgendwie geholfen hat. Und ja, wenn dir das Video wieder gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Tschüss!
Thank you.